Es ist erwiesen, dass Kreatin dich praller und straffer aussehen lässt, schneller Muskeln aufbaut, die Leistung verbessert und sogar intelligenter macht. Berichten zufolge verwenden über 50% der professionellen Kraftsportler, wie zum Beispiel Kraft-3-Kämpfer, Boxer und Leichtathleten, Kreatin aus genau diesen Gründen. Ich persönlich vermute sogar, es sind durchaus einige mehr. Auch bei den Hobbysportlern, klassisch im Gym oder im Sportverein, wächst die Begeisterung zu Kreatin mehr und mehr. Aber was genau bewirkt Kreatin im Körper und wohin wandert es? Was kann man erwarten und wie schnell wirkt es? Ist es wirklich sicher oder gibt es gar Nebenwirkungen, die man vielleicht kennen sollte? Obwohl im Internet alle sagen, wow, super, kauft es. Woher weiß man, ob es bei einem überhaupt wirkt oder eben nicht? Diese Fragen klären wir, indem wir einen tiefen Einblick in das geben, was du in den ersten 30 Tagen der Kreatineinnahme erwarten kannst. Bevor du mit der Einnahme von Kreatin beginnst, ist es allerdings wichtig zu verstehen, was es im Körper bewirkt und warum es nicht unbedingt bei jedem funktioniert. Kreatin ist eine Substanz, die wir auf natürliche Weise produzieren und als indirekte Energiequelle nutzen, um unsere Muskeln bei hochintensiven Aktivitäten wie Sprints oder einem harten Bankdrücken zu pushen. Aus diesem Grund speichern wir den größten Teil unseres Kreatins in unserer Muskulatur. Aber auch etwa 5% des Kreatins werden tatsächlich im Gehirn gespeichert. Und wie wir anhand des Gehirns später noch sehen werden, ist es nicht nur für die Muckis gut. Obwohl wir einen Grundwert von Kreatin in unseren Muskeln haben, kann eine Nahrungsergänzung unseren Durchschnitt um etwa 30% erhöhen. Infolgedessen steht unseren Muskeln mehr Kreatin zur Verfügung, was mit der Zeit zu mehr Kraft und schließlich auch zu mehr Muskelmasse führt. Aber nicht bei allen Menschen steigt der Kreatinspiegel im gleichen Maße an. Etwa 20-30% der Menschen verfügen von Natur aus über einen nahezu vollständig gesättigten Kreatinspiegel in den Muskeln. Infolgedessen haben sie wenig bis gar keinen Nutzen von einer Kreatinergänzung. Andere Personen, insbesondere Vegetarier, haben von Natur aus niedrigere Kreatinwerte und profitieren stärker von einer Supplementierung. Ein Kreatinlieferant ist nämlich zum Beispiel Fleisch, als andere. Die Chancen stehen also gut, dass sie einen gewissen Nutzen aus der Einnahme ziehen werden. Aber selbst wenn nicht, ist das absolut kein Nachteil. Es bedeutet letztendlich nur, dass der liebe Gott dich mit einer erstklassigen Genetik gesegnet hat. Um nun zu wissen, welche Nebenwirkungen dich erwarten können, beziehungsweise welche Nebenwirkungen es eventuell gibt oder ob die Einnahme tatsächlich funktioniert, lass uns in den 30-Tage-Zeitplan eintauchen. Wenn du zum ersten Mal mit Kreatin startest, dauert es eine Weile, bis deine Muskeln vollständig mit dem zusätzlichen Kreatin gesättigt sind. Erst nach der vollständigen Sättigung des Spiegels wirst du die Leistungsvorteile spüren können. Wie lange dieser Sättigungsprozess dauert, hängt davon ab, wie viel Kreatin du täglich zu dir führst. Früher empfahl man eine sogenannte Ladephase, in der jeden Tag eine größere Menge Kreatin eingenommen wurde, um die Speicher so schnell wie möglich aufzustocken, um nachträglich die Dosis zu verringern, damit die erhöhten Werte auf einem gewissen Pegel gehalten werden. Bei dieser Methode dauert es etwa 7 Tage, bis die Muskeln vollständig gefüllt sind. Und erst dann kann man die Nutzen daraus ziehen. Oft empfahl man auch, Kreatin nur als eine Art Kur über wenige Wochen einzunehmen. Dies ist aber nicht mehr aktuell. Die andere Methode besteht darin, jeden Tag eine Grunddosis Kreatin einzunehmen, um den Kreatinspiegel im Laufe der Zeit zu erhöhen. Wobei es etwa 2 bis 3 Wochen andauert, bis eine vollständige Sättigung erreicht ist. Eine konstante Zufuhr über einen langen bis theoretisch nie endenden Zeitraum ergibt nach neuesten Erkenntnissen den meisten Sinn. Bei den Angaben hier im Video richte ich mich nach der grundlegenden Empfehlung von ca. 3 bis 5 Gramm. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht, etwa 1 Gramm Kreatin pro 10 Kilogramm Körpergewicht zu nutzen. Dies gilt allerdings nur für recht sportliche Personen. Jemand, der also stark übergewichtig ist und 120 Kilo auf die Waage bringt, der benötigt demnach keine 12 Gramm Kreatin pro Tag. Eine der Nebenwirkungen, ob positiv oder negativ, die bei den meisten Menschen während der Sättigungsphase auftritt, ist zum Beispiel eine Wassereinlagerung und ein leichter Anstieg des Körpergewichts. Das liegt daran, dass Kreatin, wenn es in eine Muskelzelle aufgenommen wird, auch Wasser in diese Zelle schleust. Auch wenn dies nach etwas Schlechtem klingt, können die Muskeln dadurch tatsächlich viel voller aussehen und sich auch so anfühlen. Die Haut und der Muskel wirkt straffer, voller und stärker. Was die zu erwartende anfängliche Gewichtszunahme betrifft, so geht die Forschung von ca. 1 bis 1,5 Kilo aus. Dies kann aber auch schwanken. Diese anfängliche Gewichtszunahme kann in der sogenannten Ladephase meist schon in den ersten 7 Tagen nach Verwendung von Kreatin eintreten. Wenn du die von mir empfohlene Variante mit der konstanten Kreatinaufnahme fährst, wird das Gewicht über einen Zeitraum von ca. 2 bis 3 Wochen allmählich ansteigen. Dann sind die Muskeln vollständig gefüllt. Eine weitere Nebenwirkung während der Füllphase könnten ab und zu auftretende Magenbeschwerden sein. Wenn du davon betroffen bist oder dies von vornherein vermeiden willst,
kannst du aber einiges dagegen tun. Zunächst einmal hat die Forschung gezeigt, dass Magenbeschwerden eher auftreten, wenn größere Mengen Kreatin auf einmal zugeführt werden. Zum Beispiel bei dieser Ladephase. Es kann also hilfreich sein, das Kreatin auf mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt aufzusplitten. Darüber hinaus solltest du die Einnahme von Kreatin auf leeren Magen oder in Verbindung mit Koffein vermeiden, da beides die Wahrscheinlichkeit von Magenbeschwerden erhöhen kann. Teilweise sind die Beschwerden manchmal darauf zurückzuführen, dass Kreatin vom Körper schlecht aufgelöst wird. Dies ist aber auch so ein bisschen produkt- und rohstoffabhängig. Um dies zu neutralisieren, kann das Kreatin auch mit warmem Wasser gemischt werden, damit es sich vollständig auflösen kann. Bei einigen Anbietern von Kreatinprodukten kann das auf jeden Fall helfen. Bevor wir uns nun der letzten Nebenwirkung zuwenden, möchte ich von denjenigen unter euch, die Kreatin eingenommen haben, wissen, welche Nebenwirkungen ihr, positiv oder negativ, erlebt habt. Die letzte Nebenwirkung hat mit dem Kreatininspiegel zu tun. Nein, nicht Kreatin, sondern Kreatinin. Kreatinin ist ein Abbauprodukt von Kreatin. Und hier gab es in der Vergangenheit viele, viele Diskussionen. Da wir nun mehr Kreatin einnehmen, wird auch der Kreatininspiegel logischerweise leicht ansteigen. Und da hohe Kreatininwerte auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen können, kann ein Bluttest alarmierend sein. Hier aber Entwarnung, Kreatin hat sich jedoch durchweg als sicheres Ergänzungsmittel für gesunde Menschen erwiesen. Falls also ein Bluttest ansteht und der Arzt spricht dich auf den erhöhten Wert an, kannst du ruhig sagen, dass es sehr wahrscheinlich eine neuen Kreatinzufuhr liegt. Also keine Bedenken. Unterm Strich gilt aber natürlich dennoch, den Anweisungen des Arztes in der Regel immer Folge zu leisten. Nun sind unsere Muskeln also mit Kreatin versorgt. Aber was passiert jetzt? Werden wir über Nacht zu Hulk oder werden wir zu Superwoman? Schauen wir mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Zunächst einmal sollte vor allem die Kraft bei den meisten zunehmen. Das sagt auf jeden Fall eine Meta-Analyse. Die Auswertung von 22 Kreatinstudien ergab, dass trainierte Kraftsportler im Durchschnitt einen Kraftzuwachs von etwa 8% und einen Zuwachs von ca. 14% bei der Anzahl der Wiederholungen hatten. Neulinge und Beginner scheinen jedoch den größten Vorteil zu haben. Denn hier zeigte eine Studie eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 30% bei untrainierten Personen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man durch Kreatin von einem Gewicht beim Bankdrücken von etwa 50 Kilo auf ca. 65 Kilo kommt. Selbst eine leichte Steigerung der Kraft oder mehr durchgeführte Wiederholungen ist eine sehr solide Belohnung dafür, dass man ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Und im Laufe der Zeit kann man deutlich mehr Muskelmasse spüren und sehen, abgesehen von der reinen Leistungssteigerung. Eine weitere Studie ergab, dass vor allem auch eine schnellere Erholung bzw. Regeneration vom Training als ein weiterer Vorteil durch Kreatineinnahme festgestellt wurde. Achte also mal selber darauf, wie schnell du dich zwischen den Trainingseinheiten erholen kannst und ob du da auch möglicherweise eine Verbesserung feststellst. Ein relativ neuer, aber spannender Bereich der Kreatinforschung hat mit den Vorteilen durch Kreatin für die Gehirnfunktion zu tun. Das Gehirn ist eines der stoffwechselaktivsten Gewebe im gesamten Körper. Es benötigt ständig Energie und scheint dabei stark auf Kreatin angewiesen zu sein. Bei Kindern zum Beispiel, die mit einem Kreatinmangel im Gehirn geboren wurden, sind häufig schwerwiegende Auswirkungen auf die kognitive Funktion und die Entwicklung zu beobachten. Bei gesunden Menschen kann eine Kreatinsupplementierung den Kreatinspiegel im Gehirn jedoch um bis zu 10% erhöhen, was sich offenbar positiv auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns auswirkt. Eine Kreatinsupplementierung kann also die Leistung des Kurzzeitgedächtnisses stützen oder auch bei Intelligenztests helfen. Gerade Menschen, die unter Stress oder Schlafentzug leiden, profitieren also demnach am allerhäufigsten davon, wenn sie Kreatin supplementieren. Vergleiche also in Zukunft mal die genannten Vorteile mit den Erfahrungen, die du so machst. All das sollte eine gute Vorstellung davon geben, was wir erwarten können, wenn wir mit der Einnahme von Kreatin beginnen. Wenn du mehr über die Feinheiten erfahren möchtest, wie genau man Kreatin einnehmen sollte, um die Vorteile zu maximieren, welche Art von Kreatin man verwenden sollte und wie viel davon, bleib gerne dran und abonniere uns auf allen Kanälen, um nichts zu verpassen. Ich zeige dir mit meinen Videos genau, auf was es ankommt, um stetig Fortschritte zu erzielen und um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit zu optimieren. Beachte, Kreatin ist zwar ein Sahnehäubchen auf der Torte, aber auch kein Zaubermittel. Wenn du deinen Körper wirklich umgestalten und richtig starke Ergebnisse sehen willst, dann musst du deinem Training und auch deine Ernährung Priorität einräumen. Fazit, Kreatin bekommt von mir ein absolutes Go und ist eines der nützlichsten Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Nicht nur für Sportler, sondern für jedermann bzw. Frau. Danke fürs Zusehen und bis demnächst, wenn es wieder heißt, Muscle and Mind, aber bitte mit Sanne.